Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Yes, wie ihr seht, es gibt ein kleines Problem hier. Wie lösen wir das? Mann, Mann, Mann. Hier ist ein Unverunfalter. Unverfalter. LKW. Welcher Auftrag war denn das nochmal? Das ist eine gute Frage. Ach, ein Wohnproblem. Jawohl. So. Am Hubschrauberlandeplatz soll ein neues Bauprojekt beginnen. Aber wie du siehst, verzögert sich die Lieferung des bestellten Wohncontainers. Ich will die Arbeiter nicht ohne Dach über den Kopf lassen. Komme da aber auch nicht hin. Könntest du mich mitnehmen? Ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Six, einen kleinen LKW, hier hin zur Verarbeitungswerkstatt bringen. Und die Unterkunft. Achso, da gibt es auch Unterkünfte. Ah, okay. Zum Hubschrauberlandeplatz. Ah, okay. Also irgendwie müssen wir beides hier vorne hinbringen. Und da das alles so umgekippt ist, würde ich hier eigentlich gerne mit einem Kran hin. Mit einem Kran und ich glaube ein LKW mit Pritsche. Irgendwie so. Mal gucken. Ja, oder auch nicht. Ich meine, einen Kran haben wir auch, aber ich mache das doch alles mit einem Truck. Yes. Beziehungsweise eigentlich ist es ja unser neuer Kran-Truck. Der Azov 73210. Jawohl, so Warnleuchten aktivieren. Hier den Kanal abonnieren und ja, wir ballern mit ihm einfach mal los. So, Allrad ist immer an. Das ist schon mal gut. Und ich habe hier eine Pritsche drauf gemacht, damit wir den Container bergen können. Dann natürlich auch nur die Pritsche mit zwei Plätzen. Denn wir müssen den kleinen Auslegerkran mitnehmen. Und ich habe mir gedacht, ey, wir brauchen da eigentlich keinen Kran, glaube ich, für den kleinen Six. Das sollten wir mit dem dicken Azov eigentlich auch so schaffen. Mit der Winde. Den da rauszuziehen. Und den Wohncontainer, den sollten wir mit dem Auslegerkran hinbekommen. Das Einzige ist nur, ich weiß nicht, ob der Azov hier die beste Wahl war. Denn hier geht es ein bisschen über Stock und Stein. Und ja, da vorne seht ihr es ja, dass die Fahrerkabine direkt da vorne halt so ein bisschen raus. Da kann es sehr gut sein, dass wir vielleicht ein bisschen hängen bleiben irgendwo. Oder hier vielleicht nicht durch den Schlamm kommen oder so. Das kann natürlich auch noch sein. Ich hatte ganz vergessen, wie das hier aussieht. Außerdem habe ich ganz vergessen, wo wir denn lang müssen. So. Eigentlich hier. Hier über diesen kleinen Weg vielleicht. Oder über den großen. Oh, hier sind auch schon wieder Steine im Weg, hä? Oh, Katastrophe hier. Wäre schön, wenn wir hier mal ein paar Straßen befestigen könnten. Naja, mal gucken, ob wir hier durch den Matsch kommen. Ich glaube, Matschreifen habe ich drauf, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, Differentialsperre ist auch immer an, genau. Geh mal in Lastengang. Ja. Aber wir sind natürlich auch echt schwer. Und, ja, so viel Bodenfreiheit haben wir auch nicht. Mit dem Azov. Das ist ja mehr so ein, weiß ich nicht. Der ist tiefer als ein Ferrari oder so. So, sehr schön. Aber einigermaßen gut durchgeschafft. So, und da hinten sehen wir das Radar, was sich die ganze Zeit dreht. Das ist mega cool. Das gefällt mir. Hab ich ja schon mal gesagt. Ich finde das mega cool, wenn man was in der Welt hier aufbauen kann und so weiter. Oder was verändern kann. Und das bleibt dann auch die ganze Zeit so.
So, kann man hier nicht auch... Vielleicht diesen Weg hier hoch und dann übers Wasser? Ob man hier besser langkommt oder so? Obwohl, der Weg sieht da eigentlich gar nicht so schlimm aus, ne? Weißt du nicht, wie das da mit diesen Steinen aus sein wird? Mit den Steinen auf dem Weg. So, ich glaube, wir sind hier auch schon mal lang gefahren, ne? Das hier kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. So. Okay. Schon wieder nach tiefem Schlamm aus, aber... Was geht. Sehr schön. So, der Azov mit den schönen 5 Achsen. Ah, super cool. Da fällt mir auch ein, weil diese Art von Truck mit diesem vorne, mit diesem Überhang, die erinnert mich immer an ja, Autokrane von Liebherr oder ich weiß gar nicht, was es noch für Hersteller gibt. Also von Liebherr weiß ich auf jeden Fall. Und da hatte ich letztens... Oh, da habe ich sogar 2 Geschichten. Auf dem Weg zur Arbeit. Was Lustiges gesehen. Weil ich kam dann von der Autobahnauffahrt auf die Straße, wo ich dann zur Arbeit muss und so weiter. Und da führt dann natürlich auch die andere Autobahnabfahrt, Auffahrt entlang. Stimmt, Abfahrt muss ich sagen, nicht Auffahrt. Und da kam zuerst ein kleiner Autokran entlang mit... Ich glaube, der hatte 2 Achsen. Oder 3. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann stand ich da halt noch an der Ampel. Der ist an mir vorbeigefahren. Dachte ich, ah ja, cool, ein Autokran. Und original, weiß nicht, 2 Sekunden später kam halt ein richtiger Autokran. Mit so 6 Achsen oder sowas. Und ich mir, what the fuck, Alter, was für diesen Ding? Ne, 6 Achsen nicht, ich glaube 5 Achsen. Also so ähnlich wie der hier. Und alter Falter! So. Als ob der mit seinem kleinen Bruder unterwegs gewesen wäre. Aber mega cool. So. Wir nehmen mal den Kran raus. Wir stellen die Stützen auf. Denn wir wissen ja jetzt, das klappt mit dem linken Stick, wenn man den reindrückt. Habt ihr mir ja auch gesagt. Deswegen ich auch immer wieder die Stützen eingefahren habe mit dem anderen Controller. Weil da irgendwie der linke Stick dann ein bisschen sensibel wurde, nachdem ich den umgebaut hatte. So. Ich glaube, das funktioniert so nicht, aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Hahaha, funktioniert doch. Nice. Sehr schön. So. Das heißt, wir... Wenden in 3 Zügen. Ja, war es weit genug? Ja, doch. Sehr gut. Ja, fast in 3. Ja, doch. Ja, fast. In 5 Zügen. Aber auch nur, weil ich mich hier ein bisschen besser positionieren muss. Denn wir müssen jetzt noch den kleinen Six hier rausziehen. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich ziehe den mal hier hinten erstmal lang. Das Gute ist, ich habe die Winde nicht verändert. Vom Azov. Und wir hatten da ja die Extremschwerwinde oder was auch immer, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall eine der stärksten Winden.
drauf gemacht, denn wir hatten ihn ja als Kran benutzt. Und das wirkt sich ja auch darauf aus, was für eine Winde man hat. Ach, guck mal. So einfach geht das. So. Ja, guck mal, der Six, das ist im Gegensatz zum Azov, ist das natürlich hier ein Fliegengewicht. Den ziehen wir einfach so hinterher. Ist überhaupt kein Problem. So, warte mal. Das hier ist diese kleine Straße, ne? Ah, nee. Ich will es nicht riskieren. Und diese Straße war ja gar nicht so schlimm. Das ist vielleicht... Es ist mal Zeit für den vernünftigen Majusch. Ich meine, wir schleppen gerade einen Truck ab. Und wir haben Ladung drauf. Mit einem Truck, der nicht unbedingt so krass geländegängig ist. Also, vielleicht ist es eine gute Idee, auf den Wegen zu bleiben. Ist es eigentlich sowieso hier bei dem Spiel. So. Ich glaube, um den kleinen Six muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. So, das Einzige, ja, 260 Liter haben wir noch im Tank von 350, also 90 Liter. Es geht eigentlich, oder? Dafür, dass wir hier mit so einem Monster unterwegs sind, mit 5 Achsen. Ja. So, genau, das war die erste Autokran-Geschichte. Und zweite Autokran-Geschichte ist... Ich habe im Hafen gearbeitet. An der Stelle mit Blick auf den Eingang vom Hafen, wo auch die Schranken sind und so weiter, wo auch das ja, Anmeldehäuschen ist und so weiter, wo man sich so einen Tagesausweis holen kann und so weiter, beziehungsweise holen muss, wenn man in den Hafen will. Da habe ich drüber geguckt und dann denke ich, what the fuck? Mega cool. Kann ich euch hoffentlich einblenden. Ich krieg das hoffentlich hin. ich weiß nicht, ob ihr den alten Polo 6N Harlequin kennt, wo jedes Teil eine andere Farbe hatte. Aber anscheinend gibt's sowas auch von Liebherr. Mega cool. Ich habe ein Foto gemacht, aber natürlich von etwas weiter weg, weil ich da nicht ran konnte, weil ich musste hier arbeiten. Aber ich habe mal schnell noch ein Foto geknipst. Das versuche ich euch mal hier einzublenden. Den fand ich mega cool. Sowas finde ich mega cool, wenn Hersteller sowas machen. Oder ich weiß nicht, ob es Sonderwunsch war oder sonst irgendwas von dem Kunden. Aber auf jeden Fall ziemlich cool. Und ansonsten, genau da an der Stelle, wo der steht, wo ihr das gesehen habt auf dem Bild, da stehen dann halt auch immer ganz viele Autokrane, die dann dahin geliefert werden, die dann nach Übersee kommen, irgendwohin nach Amerika oder sonst was. Ich weiß nämlich nicht, wo das nächste Liebherr-Autokranwerk ist. Könnte ja sehr gut sein, dass es irgendwo, weiß nicht, in Deutschland? Vielleicht gibt es eins in Deutschland, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwo Europa. Und ja, weil da in den Hafen kamen auf jeden Fall sehr, sehr viele Autokrane. Immer und immer wieder. Stimmt, nach Mexiko kamen die. Wurden die geliefert? Ah, Mist. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit weg. Müssen wir nochmal ein bisschen unterquerts. Yes. Mal gucken, ob wir es so schaffen. Nee. Dann ziehen wir den Six ein bisschen ran. Ah, guck mal. Im Lastengang vielleicht?
Ich glaube, ganz langsam, oder? Ja, aber ist mir zu langsam. Wir versuchen uns noch mal ein bisschen zu befreien. Ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Jawohl. Und dann auch den Six mitzunehmen. Wir können auch mal den Motor anmachen von dem Six. Vielleicht hilft das ja. Plus vielleicht? Ne, da drehen wir nur durch. Graben wir uns wahrscheinlich nur weiter ein. Oh. Ja, sehr gut. Die Birken sind ja immer extrem stabil hier im Spiel. Nein. Gib mir den 6. So. Sehr gut. Puh. Okay. Yes. Da waren immer sehr viele Autokrane. Und, da vorne auf diesem kleinen Parkplatz, da stand ich auch mal neben einem. Das war echt cool. Da hat den gerade einer so hingefahren. Und der war auch ganz nett. Auch ein bisschen geschnackt. Und, hab ich mal reingeguckt. In so ein Autokran. Alter Falter. Also Beifahrerseite ist langweilig wie sonst was, weil da ist halt einfach nur ein Armatur im Brett und das war's. Aber von der Fahrerseite aus, Alter, wie viele Knöpfe und sonst was. Mega cool. Sah schon echt heftig aus. Ja, bisschen ein Stein erwischt wahrscheinlich. Der kleine Six. So. Jetzt muss ich den aber auch mal ein bisschen ranholen hier. Nicht, dass der uns hier von der Brücke fällt. Okay. Ich glaube, das ist okay. Ah, und ein schöner Shot. Nicht schlecht. Ich muss ja auch immer ans Thumbnail denken, also. So. Und hier ist auch der gute AAC. 58 dB oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon lange her. Aber den mag ich ganz gerne. Der hat mich auf jeden Fall ein bisschen überrascht. Dass er doch, ja, relativ gut ist. Also ich würde sagen, ist ein guter Scout. Solange man nicht in extrem tiefen Matsch fährt, so wie ich das gemacht habe. Wo ich ihn mit dem Tatarin einmal rausholen musste. Aber ansonsten macht das schon Spaß. Na gut, ich weiß nicht, wie das mit dem Standardmotor und so weiter ist. Weil ich glaube, wir hatten dann ja schon den besten Motor schon geholt. Oh, diese Stelle hier wird, könnte ein bisschen fies werden hier mit dem Azov. Ja, müssen wir ein bisschen Steg nehmen. Und dann nach links, ja. Dann klappt das. Mal Lastengang. Sehr schön. So. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo, habe ich da hinten den Platt noch stehen? Oder irgendein anderes Fahrzeug? Oder müssen wir den kleinen Six mit dem Azov hier hinliefern? Oh, 178 Liter. Hälfte haben wir gleich. Ach ja. Die Stelle vergesse ich gerne mal. Dass hier ja auch noch so ein Erdrutsch war. Und die Straße so ein bisschen. Naja, Erdrutsch nicht. Ich glaube, das kommt einfach wegen dem Steinbruch, ne?
Bisschen hätten wir noch fahren können, aber... So. Muss ja den Six auch noch hier irgendwie drüber bringen. Sehr schön. Ah, und ich finde den Azov auch echt hübsch. Mag den echt gerne. Sieht halt auch so cool flach und keine Ahnung was aus. Ach, schon ziemlich cool. Achtung, cooler Truck. Nice, sehr gut. Sind wir sogar gut durchgekommen. Dann wieder ab in Automatik. Vielleicht noch ein bisschen näher ranziehen. Sehr schön. Ja, echt cooler Truck. Auch schön in dem Blau. Habt ihr natürlich passend zur Klitsche gemacht. So, mal gucken, habe ich noch ein bisschen Kaffee? Ja. Wird der Mund wieder langsam fusselig. Mann, Mann, Mann. So, war das jetzt hier vorne hin? Da, ein Wurmproblem. Wenn die Verfolgung ja gar nicht gestartet. So. Nee, da hinten ganz hin. Ah, okay, okay, okay. Also einmal noch quer. Ja, und danach tanken wir mal auf. Hier vorne an dem kleinen Scout-Tankanhänger. Obwohl 150 Liter noch. Ich glaube, wir könnten das auch so schaffen, aber ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Doch, wir tanken den gleich nochmal auf. Vor allem müssen wir dann da hinten hin. Dann wieder zurück. Wir müssen dann ja auch nochmal wenden. So. Wir müssen den da in diesen kleinen Bereich setzen, ne? Okay. Machen wir das denn? Müssen wir die da reinschieben? Kippen wollte ich den jetzt nicht unbedingt. Ja. Irgendwie so. Und dann könnten wir ihn doch so mit der Winde reinziehen, oder? Yes, sehr gut. Sehr gut. Haben wir das schon mal geschafft? Yes. Das ist abgehakt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die Unterkunft liefern. Sehr schön. So. Genau, gucken wir mal auf den Tank. Ja, 132. Ja, das sollten wir, glaube ich, so schaffen, aber... Sicher ist sicher. Nachher bleiben wir da doch irgendwie stecken oder sowas und müssen doch nochmal ganz viel hin und her fahren oder so und dann... Ah,
geht uns der Tank aus, beziehungsweise der Sprit aus, der Tank leer. Das wäre nicht so fair. Okay, da haben wir uns eingegraben. Aber keinen Schaden bekommen. Ja, guck mal, hier vorne der Bullenfänger. Stoßstange, was auch immer. Hat gute Dienste geleistet. So. Komme ich hier mal ein bisschen rückwärts dran. Nachtanken. Ja. Das wird schon reichen. 211 Liter. Ich will halt nicht zu viel wegnehmen, weil nachher kommen wir hier mit einem Fahrzeug lang, wo wir den Sprit wirklich brauchen. Und dann hätte ich natürlich noch gerne genug Sprit da im Tank. Oh, das war schon wieder der die Stoßstange. Stoßdämpfer wollte ich sagen. Nee, nee, nee. So. Aber apropos Stoßdämpfer. Ich habe ein bisschen Car Mechanic Simulator gespielt. 21. Glaube ich. 2021? Ich glaube schon. Und ich hatte auch überlegt, da irgendwie Videos zu machen oder sowas, aber dann habe ich es halt nochmal ein bisschen gespielt, bevor ich mich dazu entschlossen habe. Und na, ich glaube, das ist kein Spiel dafür, da Videos zu machen. Den Stream oder sowas dazu, glaube ich, wäre vielleicht angedachter, aber ich habe halt keine Lust zu streamen. Deswegen weiß ich nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall ein bisschen empfehlen. Es macht schon Laune. Ist ein bisschen, kann ein bisschen eintönig werden. Aber man kann sich selbst ja so ein bisschen die Aufträge aussuchen. Man kann es ja vorher sehen, was denn an den Fahrzeugen gemacht werden muss sozusagen. Ja, hier kommt ein Kunde mit, die Bremsen funktionieren nicht mehr richtig oder der ruckelt beim Fahren oder sonst irgendwas. Oder Motor läuft unrund oder sowas. Also, da kann man das alles schon so ein bisschen eingrenzen und was auch immer. Und manchmal ist es auch sehr interessant. Ich habe halt so ein bisschen Motor und Steuerkette und sowas gemacht an irgendeinem kleinen Fahrzeug. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Und dachte ich, oh ja, cool. Hatte ich ganz easy Job. Bezahlung war okay. Dann dachte ich, oh ja, machst du das beim nächsten Fahrzeug auch? Ja. War es dann halt irgendwie so ein Alfa Romeo, weiß nicht, V6 oder was auch immer. V12, ich weiß es nicht. Und alter Falter. Da musst du den kompletten Motor auseinanderbauen, damit du da die Steuerketten und sowas. Bist du Steuerketten, weil der hat irgendwie 3 Stück oder sowas. Ich weiß nicht, ob die alle auch Steuerketten heißen oder ob es dann eine andere Bezeichnung gibt oder sowas. Aber alter Falter. Da musst du alles auseinanderbasteln und dann die Spanner, beziehungsweise wo die Kette so lang läuft und sowas, die alle rauszukriegen und sowas. Alter Falter. Da dachte ich mir, ja, okay, bei dem Fahrzeug machst du nie wieder irgendwas mit dem Motor. Also da kann ich das verstehen, wenn manche Mechaniker, Kfz-Dis, keine Lust auf gewisse Motoren haben. So. Sind wir hier jetzt richtig? Yes. Genau hier müssen wir ihn abgeben.
die Unterkunft. Mal gucken. Verändert sich dann hier auch was? Das wäre cool. Nee, schade. Ein Wohnproblem. Hey, du hast wirklich meinen Hintern gerettet. Jetzt werden die Arbeiter am Hubschrauberlandeplatz es wenigstens warm haben. Hier ist ein Teil meines Lohns. Du hast ihn dir verdient. Ein Teil von seinem Lohn und ich krieg 8.650? Was verdient denn der monatlich? Kann ich bei euch anfangen? Ach ja. So. Ne, leider ist hier kein Container dazugekommen oder sowas, ne? Ah, das fände ich nochmal cooler, aber was soll's. So. Dasof hat's geschafft. Und wir haben es auch geschafft. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Kommentar und ein Abo. Dann geht's nächstes Mal weiter. Bei Snowrunner. Bis zum nächsten Mal.